Der Generalstab ist in Uniform erschienen. Hier tagt das DPHW, das Deutsche Polizeihilfswerk, um neue Mitglieder zu werben. Drehen dürfen wir drinnen dann doch nicht am vergangenen Donnerstag in der Chemnitzer Kneipe Stübchen. Und auch der Generalstab will uns jetzt nicht sagen, was es mit dieser selbsternannten Hilfspolizei aus Sachsen auf sich hat. Also fragen wir einen Teilnehmer in Zivil. Seinen Namen möchte er nicht nennen. Das DPHW soll letztendlich funktionieren wie eine freiwillige Feuerwehr. Und das DPHW soll neutral zwischen den einzelnen Leuten letztendlich dort deeskalierend wirken bzw. vermittelnd wirken. Deeskalierend? Hier in Bärwalde bei Meißen haben sich Uniformierte des DPHW ganz anders präsentiert. Vor 3 Wochen nahmen sie einen Gerichtsvollzieher fest, der bei einem Kameraden Schulden eintreiben sollte. Ein Richter protokollierte den Übergriff der angeblich neutralen Hilfspolizei. Zitat: Die Täter führten eine Art Kabelbinder mit sich und versuchten, den Gerichtsvollzieher zu Boden zu ringen und zu fesseln. Erst die echte Polizei befreite den Beamten. Er ist seitdem krank. An seinem Büro hängt ein Zettel, bis auf Weiteres geschlossen. Die Hilfspolizisten verteidigen ihre Aktion, berufen sich auf internationales Kriegsrecht. Weil der Gerichtsvollzieher nach der Haager Landkriegsordnung dort eine Plünderung begeht und sich dort strafrechtlich im Prinzip schuldig macht. Und deshalb ist er festgenommen worden. Der Gerichtsvollzieher als Plünderer. Leute wie er und seine Freunde vom DPHW sind sogenannte Reichsdeutsche, akzeptieren die Bundesrepublik und ihre Behörden nicht. Sie verstehen sich als Bürger des Deutschen Reiches in den Grenzen von 1937. Seit Jahren treten sie überall in Deutschland auf. In Berlin, in Sachsen-Anhalt, in Sachsen. Eine bunte Truppe aus Verschwörungstheoretikern, Querulanten, auch Rechtsextremisten sind darunter. Roland Höhne leitet den Verband der Gerichtsvollzieher in Sachsen-Anhalt. Er hat seit Jahren mit Reichsdeutschen zu tun. Ihnen gehe es in erster Linie um private Interessen. Ja, was sind das für Leute? Haben möglicherweise Schulden gemacht, die sie nicht bezahlen können, finden auch keine vernünftige Arbeit, sind ihre Existenz bedroht und kommen jetzt plötzlich, wie auch immer, auf diese Idee unter Vorschiebung dieser politischen Ansichten, sich diesen Dingen zu entziehen. Und das kann es nicht sein normalerweise. Gerichtsvollzieher zu bedrohen und zu filmen. Seit Jahren ein Sport unter Reichsdeutschen. Die Videos werden ins Internet gestellt. Eine Anonymisierung, wie von uns vorgenommen, findet nicht statt. Beispiel Zwickau. Gerichtsvollzieher zu Besuch bei Birgit F. Die hatte sich zur Außenministerin der Reichsdeutschen erklärt. Gebietsverletzung, es ist Völkerrechtsbruch, es ist Plünderung, es ist eine Durchsetzung einer Maßnahme, die es gar nicht gibt. Hohen Besuch bekam auch diese Gerichtsvollzieherin von einem angeblichen Kommissar für Menschenrechte. Kommissar CCR, die BRD GmbH missbraucht ihr Dienstpersonal, um die Menschen hier zu berauben und hier Sachen einzutreiben, wo ihnen die Gesetze fehlen. Die meisten sind lästige Querulanten, scheinbar harmlos. Doch manche gehen längst viel weiter, zum Beispiel in Wittenberg. Hinter diesem Zaun liegt Neudeutschland. Im Sommer krönten die Untertanen hier den Esoterikhändler Peter Fitzek zu ihrem König. Jetzt ist der Augenblick gekommen, um den neuen Staat zu gründen. Wir werden Licht und Schatten scheiden und mit der Schaffung unseres Staates den Rechtschaffen einen Ort bieten. Soweit so skurril. Doch Peter Fitzek hat auch eine andere Seite. Der Oberbürgermeister von Wittenberg erteilte ihm Hausverbot für das Rathaus. Der Grund? Angriffe auf Vollstreckungsbeamte. Eine Angestellte wurde von Fitzek am Arm verletzt, als er sie im Rathaus festnehmen wollte. In der Staatskanzlei seines Königreiches werden wir von Peter Fitzek zum Interview empfangen. Die Übergriffe auf Beamte findet er immer noch berechtigt, aber jetzt, als König, habe er für so etwas seinen eigenen Sicherheitsdienst.
Und heute würde ich das gar nicht mehr selbst machen. Heute würden das wahrscheinlich andere Menschen tun oder die neue Deutsche Garde tun. Aber ich selbst würde mich auf das System gar nicht mehr einlassen wollen. Mobbing von Gerichtsvollziehern, Übergriffe auf Vollstreckungsbeamte, Drohungen im Gerichtssaal. Stets wollen Reichsdeutsche verhindern, dass der Staat Forderungen bei ihnen eintreibt. Nun sogar eine Festnahme. Damit sei die Grenze überschritten, warnt der erfahrene Gerichtsvollzieher. Das macht mir schon Sorgen. Ja, wenn das sich weiter fortsetzt und dort kein Riegel vorgeschoben wird, wird das Schule machen. Und die Gerichtsvollzieher und andere Vollstreckungsbeamte, die hier an die Front geschickt werden, um ihre Arbeit zu erledigen, müssen damit rechnen, dass sie möglicherweise dort persönlich und privat Schaden nehmen können an ihrer Gesundheit.